So, hallo zusammen, herzlich willkommen von WOMAdventure. Ja, ausnahmsweise mache ich jetzt mal ein Werbevideo, und zwar über diese super Blackcook-Pfannen. Und ja, da erzähle ich jetzt euch kurz mal was. Ja gut, ich bin ja nicht der Werbemann, ich mache selten so Werbung, aber wenn mir ein Produkt wirklich gefällt, dann kann ich auch was Gutes darüber sagen, und genau das mache ich jetzt. Also seit gut einem halben Jahr habe ich diese Pfannen da bei mir, und es wurden immer mehr. Unterdessen habe ich jetzt 5 Stück, ist so etwa das, was ich brauche. Die großen Töpfe, vor allem für das Reis für die Hunde oder wenn man mal in einer großen Gruppe ist. Ja, jetzt diese Pfannen hier, ihr seht es, die haben einen super guten Boden, und auch die Beschichtung, da brennt echt nichts an. Das Gute ist, man kann die Griffe wegnehmen. Ja, wie geil ist denn das? Verstaut sich natürlich einfach, es braucht weniger Platz und hat sogar quasi wie eine Diebstahlsicherung. Man kann die nicht einfach da danach greifen, oder wenn die Frau manchmal wütend war, fehlt ihr jetzt den Griff, um euch die Pfanne über den Kopf zu schlagen. Also, könnt euch selber ausdenken, aber ich finde es super, dass man da, das ist natürlich Zubehör, muss man extra bestellen. Also, wir lassen jetzt das Video laufen, und falls ihr dann Interesse habt, erzähle ich es euch am Schluss, wie das funktioniert. So, einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Cookliner-Veranstaltung oder von der Firma Black Cook über Bratpfannen. Jetzt habe ich eine Frage. Was ist denn eigentlich das Schlimmste, was einem beim Kochen passieren kann? Dass irgendwas anbrennt oder übergeht. Was ist das Schlimmste, was anbrennen kann und übergehen kann? Eine Milch. Denn, schauen wir mal, was in dieser Pfanne passiert. So, aber ich mache ja eigentlich was zum Kochen auch für die anwesenden Personen, denn am schönsten ist ja das, da wenn man irgendwas machen könnte, zum Beispiel, was ich mir gedacht habe, ganz was Einfaches, denn so zum Beispiel, da habe ich jetzt eine Pfanne da, wo ich natürlich am Gas ist die schnellste aggressive Energie, da gehe ich jetzt einfach her, denn normalerweise, wenn man Gasnocken macht, was tut man denn normalerweise als erstes rein? Normalerweise geht man her, tut man Öl rein, tut man Zwiebel rein und tut man Öl und Zwiebel anrösten. Und das Einzige, was ich am einfachsten mache, ich nehme her so 3 Sekunden Spätzle. Denn zum Beispiel die 3 Sekunden Spätzle. Ich kann zum Beispiel die Spätzle gar nicht so gut machen zu Hause, bevor ich mir so kaufe. Ich habe jetzt gekauft die Spätzle mit. Natürlich, wenn man das selbst zu Hause macht, dann schmeckt es natürlich selber noch das da. Dann tue ich einfach die Spätzle einfach so rein in die Pfanne, und man geht noch her, da habe ich natürlich einen Käse auch noch mit, aber weil ich jetzt keinen da habe, der entsprechend kosten darf, dann darf der Kameramann kosten, aber da tun wir ein wenig Käse auch rein. Und da gehe ich einfach her. Ich will nicht sparen, da tun wir das alles rein. Und da tue ich ganz einfach einen Deckel drauf. Schon. Aber zum Beispiel Bratpfannen. Was ist der Unterschied? Zum Beispiel, da habe ich Gas und da habe ich Elektro. Und der Unterschied zwischen Gas und Elektro ist natürlich die gleiche extreme Hitze. Zum Beispiel, jetzt stelle ich das aufs Gas rauf, da habe ich natürlich nur stärkere Hitze als bei Elektro. Bei Elektro habe ich so zu um die 350 bis 450 Grad, und da auf Gas, da komme ich über schon 500, 600 Grad. So, aber zurückzukommen, warum, was der Unterschied zwischen der Pfanne und anderen Pfanne sind, sagen wir uns einmal ganz ehrlich, früher kennt man von früher her die schönen gusseisernen Pfannen. Leider habe ich keine mit, so Eisenpfanne ist eine gute, denn früher war es auch so, da hat es eine gute gusseisernen Pfanne gegeben. Die haben, wenn die Löcher gehabt haben, die haben wir nicht einfach weggeschmissen. Die haben wir flicken lassen.
sogar Pfannenflicker hat es gegeben dortmals. Und nachher ist man hergegangen, dann sagen wir uns einmal ganz ehrlich, egal welche Bratpfanne jeder zu Hause hat oder Kochgeschirr zu Hause hat, die Probleme, was man eigentlich hat, ist immer mit diesen beschichteten oder versiegelt beschichteten Pfannen. Denn zum Beispiel, mein Gott, was tue ich jetzt mit der Pfanne? Was tue ich mit, normalerweise mit der Pfanne? Normalerweise gehst du her, du hast es einwerken oder wegschmeißen, gell? Ich gehe ganz einfach her, ich nehme da so eine Küchenrolle, gehe her, wische das einfach raus. Und sauber ist die ganze Sache. Und die Pfanne ist wie neu. Schon. Aber dass man jetzt zum Beispiel Unterschied sieht. Zum Beispiel jetzt gehe ich her, nehme eine ganz Non-Plus-Ultra-Pfanne, dann muss ich jetzt zum Beispiel Palatschinken, Kasnuck und irgendwas machen möchte und irgendwas das machen will. Da brauche ich normalerweise, da habe ich jetzt Butter und da zum Beispiel da tue ich noch eine Butter ein wenig rein. Und in dem Moment, wie ich da so eine Butter rein tue und so Beispiel so rein tue, ist alles live, gell? Alles live und das ist immer der Unterschied. Das ist immer so live. Und wenn ich da Butter rein tue, da Leute sind an der Tür, da kommt die Nachbarin und fragt die Nachbarin um ein Packerl Milch und so weiter. Ich denke mir nichts und da schaue ich umeinander und da kümmere ich mich um den und das nicht. Was passiert denn da, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Pfanne einen Deckel um einen habe? Zum Beispiel jetzt gehe ich her, tue ein wenig durchmischen und da mache ich einfach einen Deckel wieder auf. Schau her, da fällt überhaupt nichts. Und da tut man wieder eine Decke auf. Und jetzt, das Schönste ist das da, jetzt dauert nicht mehr 2 Minuten, ist die Butter verbrennt. Und für das kaufe ich mir eine Pfanne. So, der Butter ist innerhalb von ein paar Sekunden verbrennt. So, und jetzt gehen wir her. Ihr kriegt von mir Kasnocken, aber ich habe euch versprochen, dass es eine gute Mehlspeise auch noch gibt. Was möchtet ihr für eine Mehlspeise? Die anderen sagen ganz einfach, weil ich Salzburger bin, Salzburger Nuckerli. Ein Salzburger Nuckerli ist kein Milchspeis, ist ein Eierspeis. Was hältst du von einem Kaiserschmarrn ohne Eier? Da tun wir ein wenig Mehl rein. Natürlich ein griffiges, gell? Ein Glotz könnt ihr auch hernehmen, wenn ihr ein Glotz hernimmt. Dann könnt ihr doch ein alles Kleber hernehmen, gell? Aber das ist alles live, man sieht, dass das alles live ist. Da habe ich ein Mehl und ein Salz. Und das Schöne ist das doch. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wird das eigentlich, wenn man auf einem Kochtopf oder auf einer Pfanne einen Deckel umhat, wird das mit dem Deckel knusprig? Da schau her. Sauber Deckel wird das knusprig. Hast du das schon mal gesehen? Und habe ich bis jetzt auch Arbeit gehabt mit den Kasnocken? Ja, sicherlich, wenn ich die Nocken selber gemacht hätte, dann hätte ich ein wenig Arbeit gehabt. Und wenn ich einen Kas auch noch selber gemacht hätte, hätte ich nur mehr Arbeit gehabt. Das ist richtig. Aber du weißt das eh, wie es das bei den Männern ist. Das kommt alles vom Kühlschrank raus, gell? Das ist automatisch. Das glaubt ihr gar nicht, da brauchst du gar nicht ein Türlauf machen, da ist alles drinnen. Wie das reingekommen ist, die Lebensmittel, und die fragt ihr auch mal gar nicht, gell? Aber das Schöne ist, da habe ich jetzt ein Mehl und ein Salz. Und das Schöne, schau her, wenn man das jetzt zum Beispiel jetzt anschaut, sieht man das Schwarze, was jetzt da umeinander läuft. Das ist das tierische Eiweiß von der Butter. Das ist verbrennt und das ist so eine Art krebserregend. Man sollte das nicht zu sich nehmen, denn sagen wir mal ganz ehrlich, das weiß eh jeder. Ja, da gibt es ja natürlich Alternative, dass man das vermeiden kann. Keine Butter hernehmen, was anderes hernehmen, das ist klar. Aber Butter hat ja einen guten Geschmacksträger. Und da habe ich jetzt ein bisschen Mehl und da tue ich jetzt ein heißes Wasser jetzt rein. Das brenne ich jetzt da so an. Zu wenig heißes Wasser, da habe ich alles rein getan. Und da rühren wir da so ein wenig umeinander. Und das Schöne ist das da, jetzt weil das da so schön ausschaut, da habe ich meine Schmarrnpfanne. Das ist extra meine Schmarrnpfanne. Zu meinem Schmarrn, da braucht man eine Butter auch dazu, ein wenig eine. Weil schau mal das schön an, wie das schön, schau her. Schau, ich habe nichts rein da. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe da gar nichts da. Nichts. Ich habe da nur gute. Schau mal das an. Wie die,
wie die Genuss habe ich aber gehabt bis jetzt. Nein. Die kann ich jetzt auf Zeiten stellen, aber mein, das Wichtigste habe ich vergessen. Da nicht drinnen, was draufsteht, da habe ich was anderes eigentlich da. Das sind so Geheimnisse. Die Geheimnisse, die sind immer die schönen Sachen. Jetzt schaut die Butter so schön aus, die ist jetzt mit, ich weiß nicht, wie lange das jetzt war, aber das ist schon eine Zeit lang. Mindestens über 3 Minuten ist jetzt die Butter schon drin in der Pfanne, Folie tue ich aufgeschalten, eine traumhafte Sache. Nur die Schöne, das, da schauen wir das an, schön ausputzen. Ich hab's ja gesagt, ich möchte einen gescheiten schmoren, gell? Mein, schaut der gut aus. Muss ich da jetzt irgendwas tun? Da spritzt nichts. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hab da Butter drinnen. Ist die Butter verbrennt? Nein, nix. Ist, da geht so ein Gas auf, ja. Schau. Wenn man das sieht, man ist nicht in der Lage, schau mal die Energie, was von unten aufkommt. Es ist aber Wahnsinn hoch 3. Man ist nicht in der Lage, in dieser Pfanne was zu verbrennen. Jetzt schauen wir uns gemeinsam an, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Pfanne und der Pfanne, was meine denn ist da, meine sehr geehrten Damen. Das ist ein Schnittmuster von unserer Pfanne oder von unserer Pfanne. In einigen Gussen über fast einen Zentimeter durch den Boden handgegossen und vierfach versiegelt. Schon, jetzt ist es soweit. Jetzt, wenn man das so anschaut, jetzt ist mir soweit fertig, habe ich euch versprochen, ich mache euch eine Mehlspeis und ist eine Mehlspeis bei mir eine erste Angelegenheit. Das, was ich jetzt tue, macht es bitte nicht noch zu Hause mit einem nicht so noch zu Hause in Edelstahl, denn da bringt es einen Zucker nicht mehr raus. Die Schöne ist das da. Schau her, der läuft umeinander, da bleibt nichts bicker. Da, und der karamellisiert. Schau, und mit der Zeit kann ich jetzt zum Beispiel ein wenig zurückschalten, denn jetzt ist mir soweit fertig. Aber ich weiß ja, was man. Wie man das nur verfeinern kann, da tun wir ein paar Kirschen rein. Da geht das Herz auf. Und das Schöne ist auch, ich habe zum Abschluss auch noch was Gutes. Nur, der hinter der Kamera darf natürlich nicht, gell? Aber ich vergunne euch was. So, jetzt sind wir soweit fertig, jetzt lassen wir es abbrennen. Flambiert. Ich sag euch, ich habe die Kartoffeln auf Zeiten nicht gestellt. Wenn da jetzt zum Beispiel ein Produkt drinnen ist, das braucht noch eine halbe Stunde. Die kannst du auf Zeiten hinstellen. Denn in einer halben Stunde verliert die Pfanne nur 5 Grad ihre Temperatur. Schaut her, was da für Energie noch drinnen steckt. Ihr seid die ganze Zeit da drüben gestanden. Jetzt wird gespeist. Mein guten Appetit. Das war jetzt ein kurzer Einblick, da läuft gerade die Kaffeemaschine von diesen Töpfen, wie ihr sagt. In der Schweiz sind das alles Pfannen. Ja, also, wenn ihr da Interesse habt, dann ich verlinke unten einen Link, da einfach anklicken und dann könnt ihr die Preisliste bestellen. Die Preise sind nicht jetzt öffentlich. Die kosten zwischen 150 und irgendwo bis Maximum 300 Euro. Haben aber ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich sagen, weil da echt nichts mehr dran kleben bleibt beim Kochen an diesen Töpfen. Ja, also, das war jetzt mal ein Einblick, wie ich einfach da mit welchem Werkzeug ich koche. Und ich bin eigentlich begeistert und mir gefallen die Pfannen einfach, ja, die haben Masse, die sind einfach qualitativ völlig was anderes und eben auch nicht überteuert. Also dann, unten findet ihr den Link und dann einfach E-Mail schreiben und dann kriegt ihr die Preisliste und da könnt ihr bestellen, kriegt ihr eine Rechnung sogar und dann habt ihr euren Topf oder was auch immer. Ja, okay, dann danke, wart ihr dabei und ja, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!